Also, es strömen noch einige hinein. Bitte kommt hinein, das wäre toll. Ich habe die Freude, Wolfgang Nebel vorzustellen. Und ich denke, die satte Weide der DFA gibt ja auch so Pflanzen, die außerhalb wachsen und wichtig sind, dass sie sozusagen den Samen in die fetten Weiden der DFA noch hineinholen, auch wenn sie älter sind. Ich habe Wolfgang Nebel interessanterweise kennengelernt, oder er kam auf mich zu. Ich hatte mal einen Artikel geschrieben in der Fotonews und dann schrieb er mir einen wunderbaren handgeschriebenen Brief. Er wollte mich kennenlernen, weil es um ein anderes Projekt ging. Ich mache, wie ihr wisst, nebenbei bin ich ja Berater, oder ich nenne mich eher Bewusstseinsverstärker, und berate Unternehmen im Transformationsprozess bei Veränderungen. Und Wolfgang, du warst ja noch Professor in Oldenburg. Und es wird so eine große Neuerweiterung geben und der Prozess sollte moderiert werden. Und den habe ich mit meinem Kollegen gemacht. So, da haben wir uns kennengelernt und dann habe ich rausbekommen, dass du auch ein toller Fotograf bist. Ich sage ein paar Worte zu dir, Wolfgang. Du hast vor längerer Zeit in Hannover Elektrotechnik studiert. Dann bist du in die Informationstechnologie gegangen und ich habe den Zettel mit, weil ich so begeistert war von ihm. Und er war Vorsitzender von EDA Zentrum, Hauptvorstand von Bitkom, also hier steht echt ein berühmter Typ vor uns, der sogar noch als zweites Standbein die Fotografie hat. Und da hat er mir seine Fotografien gezeigt und ich fand das einfach so toll, was er fotografiert hat. Und ich dachte, ich habe ihm eine Eröffnungsrede mal geschrieben und ich fände es toll, wenn er in der DFA seine Arbeiten vorstellen kann. Und ihr werdet sehen, es ist auf einem extrem hohen Niveau. Und ich gebe dir mal das Mikrofon, Wolfgang. Du gehst hierher, wunderbar. Und ich freue mich, dass du deine Bilder zeigst. Vielen Dank. So, jetzt muss ich erst mal schauen, wie man hier das vorwärts bewegt. Ich habe es, glaube ich, habe es gefunden. Ja, lieber Klaus, herzlichen Dank, dass du mich hier vorgeschlagen hast für einen Gastvortrag. Und herzlichen Dank auch an die DFA, dass Sie das akzeptiert haben, dass Sie mich eingeladen haben, dass ihr mich eingeladen habt. Und noch ein größerer Dank, sage ich mal ganz ehrlich, an alle, die noch da sind. Nicht? Wir haben ja zwei ganz dichte Tage erlebt und ich bin wirklich berührt und habe ganz viel mitnehmen können aus den beiden Tagen, aus den tollen Vorstellungen, Vorträgen von Mitgliedern, aber auch von Gästen. Und ganz besonders intensiv waren, glaube ich, die beiden Vorträge eben nochmal. Ingo Taupern, von Ihnen, von dir zur Ukraine, aber auch das Thema KI, was mich ja beruflich am Rande so ein bisschen auch beschäftigt hat als Professor für Informatik in Oldenburg. Und dann sind Sie noch da, nachdem fünf jüngere Frauen sich vorgestellt haben mit Gastvorträgen. Und jetzt kommt ein alter Mann, ich würde sagen alter Sack, ja, und wie soll er da noch die Aufmerksamkeit gewinnen nach diesem tollen Programm und den tollen Vorträgen, die wir gehabt haben? Also ein bisschen zu relativieren, was Klaus eben gerade gesagt hat, da war einiges richtig, aber manches natürlich auch wie in solchen Vorstellungen dann doch leicht übertrieben. Ich möchte schwerpunktmäßig eigentlich heute ein Projekt vorstellen, das ist auch der Titel Transformation Beyond Imagination, aber auch so ein bisschen, auch vielleicht wegen des Alters und des nicht ganz geraden Werdegangs in Richtung Fotografie, nochmal zwei andere Projekte nur ganz kurz anreißen mit ein, zwei Bildern. Zwischen den beiden Bildern, die wir hier sehen, in diesem Eröffnungschart, liegen 44 Jahre. 44 Jahre in meinem Leben, aber auch 44 Jahre zunächst mal Grohnde 1976, Bau des Kernkraftwerks in Grohnde, ist mittlerweile auch stillgelegt worden, ich glaube im letzten Jahr oder in diesem Jahr. Und unten rechts Kalkar, das Wunderland, heißt jetzt Wunderland, wo man über dem Beton Kühlturm sozusagen in der Freiheit fliegen kann und einen Blick unbeschwert in die Natur und in die Umgebung, den Rhein, genießen kann. Also ein Spannungsfeld, was mich beschäftigt hat in der Dynamik, die in der Informatik da war, mich inhaltlich natürlich auch deshalb interessiert, weil wir uns auch in der Informatik natürlich immer sehr stark damit auseinandersetzen müssen, mit dem, was verbrauchen wir eigentlich? Ja, was bringen wir in die Welt? Wie wird das weiter genutzt? Also das Thema Zykluswirtschaft spielt da schon eine ganz wichtige Rolle. Und was ich in diesem Projekt dann, und ich werde es gleich dann noch ein bisschen näher erläutern, eigentlich darstellen wollte, ist die
Nicht-Unendlichkeit von auch sehr großen Dingen, die die Landschaft verändern, die einen Einfluss haben, die wir irgendwie wahrnehmen, die zu groß sind, um sie wegzumachen und die irgendwie anders dann auch wieder genutzt werden und teilweise eben irgendwie mit einer ganz neuen Bedeutung, einer, vielleicht auch einer Leichtigkeit genutzt werden, an diejenigen, die es damals gebaut haben, die Architektur entworfen haben, die Geschäftsmodelle damit entwickelt haben, sicherlich nicht gedacht haben, deshalb Beyond Imagination. Aber gehen wir ein Stückchen nochmal so in die Vergangenheit. Klaus Elle sagte es, Elektrotechnik studiert in Hannover. Das waren so in der Mitte der 70er bis Anfang der 80er Jahre. Habe damals mich sehr stark begeistert für die Fotografie und eigentlich sehr visuell gearbeitet. Wir hatten sehr guten Kontakt zu allen möglichen Fotografen, auch namhaften Fotografen. Einige Namen sind ja auch gestern und heute schon gefallen. Heiner Riebeseel zum Beispiel in Hannover, mit dem ich viele Stunden im Labor verbracht habe, der meine Bilder dann auch mal so kritisch, konstruktiv kritisch betrachtet hat. Das dritte von dem hier, da hatte ich immer eine Auswahl gezeigt, sagte, ja, das, nimm das. Waren wir sehr aktiv. Andere namhafte, auch Joan von Kuberta, der Name fiel ja auch schon im Kontext KI. Damals hatte er eine Ausstellung in Hannover, haben wir uns auch kennengelernt. Also insofern eine gewisse Prägung, auch durch Heiner Riebeseel, sicherlich etwas geprägt. Und eine kleine Serie, die ich damals so gemacht habe, da ging es um Spiegelungen. Aber das war für mich eigentlich in dem Moment eher das Thema, ja, was sieht man da eigentlich, ist es drinnen oder draußen und das zusammenzubauen. Und aus familiären Gründen, ich bin relativ früh Vater geworden, habe geheiratet, bin ich dann fehlgeleitet worden, habe das Elektrotechnikstudium zu Ende gebracht, aus wirklich rein pragmatischen Absicherungsgründen. Aber immer eigentlich dieser Leidenschaft, die, glaube ich, immer noch in mir glüht, die sozusagen gespürt und nachgetrauert etwas, nur einen gewissen Anspruch, den man dann in der Zeit erhebt hat. Wir waren in Berlin bei Michael Schmidt, da habe ich die Bilder noch nicht so richtig verstanden. Leute, verstehe ich sie, glaube ich. Ja, das waren für mich einfach so platte, graue, matschige Bilder, nicht? Aber sie sind natürlich total authentisch in der Zeit. Ja, das habe ich dann auch mal später verstanden. Ja, deshalb hat er auch den Durchbruch gehabt. Also ganz, ganz tolle Kontakte gehabt, viele Gespräche geführt, sehr konstruktive, kritische Diskussionen gehabt, Ausstellungen gemacht. Und wenn man dann so einen gewissen Anspruch aufbaut und beruflich total engagiert ist, dann habe ich festgestellt, das kann ich nicht unter einen Hut bringen. Ja, und habe deshalb diese 44 Jahre wenig fotografiert, natürlich so das Übliche, was jeder macht, nicht der Kreis hier, sondern die anderen, das gemacht. Und es gab dann die Zeit der Smartphones kam auf. Ich bin beruflich sehr viel gereist, national, international, Flughäfen, Hotellobbys und so weiter. Und das war so ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu an diese ersten Spiegelbilder. Und weil ich die einfach ohne großen Aufwand mit dem Smartphone machen konnte, ist auch ein bisschen ausgestellt worden, national und international, habe ich das so ein bisschen weiter verfolgt. Da ist auch ein kleines Fotobuch entstanden, liegt da hinten auch, verkauft sich natürlich nicht, wie alle Fotobücher. Also falls jemand noch Interesse hat für 9 Euro, ich mache auch einen Sonderpreis heute nochmal. Aber aus diesem Visuellen ist dann entstanden, was ist das eigentlich? Was fotografiere ich da eigentlich? Warum fotografiere ich das? Und es kam dann so ein Konzept, eine Erklärung für mich selber und dahinterher auch noch eine Erläuterung für andere dabei heraus. Der Titel des Buches und der Ausstellung hieß dann In or Out. Weil ich glaube, bei diesen Bildern, und ich zeige nur ein paar davon, und es nur zwei eigentlich, ist es relativ schwierig, das zu rekonstruieren. Bin ich drinnen, bin ich draußen, außerhalb dieses Gebäudes? Und dieses In hat bei mir eine Assoziation ausgelöst zu einem Videospot von AOL 1999. Einige von Ihnen werden sich erinnern, Boris Becker. Bin ich schon drin im Internet? Ja, also dieses Drinsein war für mich die Assoziation dann zum Internet.
über diesen Werbespot, ja, heute kann man, findet man den vielleicht ganz lustig, ich habe mir nochmal angeguckt jetzt vor ein paar Tagen, Vorbereitung des heutigen Vortrags. Und Internet und diese Schwierigkeit aus Fragmenten, man sieht auf dem Bild, glaube ich, jetzt hier unterschiedliche Fragmente, da ist eine Treppe, da ist eine Tür, da ist ein Bus, da ist ein Mensch, da ist ein Gebäude irgendwo, was ist im Vordergrund, was ist vor mir, was ist hinter mir, daraus sich eine Realität zu rekonstruieren, also ein Weltbild zu rekonstruieren. Da die Erklärung, warum ich das Bild gemacht habe, warum ich es zeige, ist eigentlich, ist eine Analogie zur Schwierigkeit, sich heute ein Bild der Welt zu machen. Aus den unendlich vielen Informationsströmen, die auf uns einströmen, wo, glaube ich, niemand in der Lage ist, und wir haben es eben bei der Diskussion zur KI ja auch nochmal gesehen, nicht? Was ist jetzt authentisch? Wie sieht die Welt tatsächlich aus? Und da sehe ich in der Tat wirklich eine große Gefahr drin, dass sich ganz viele Menschen eben aus kleinen Schnipseln, man liest Spiegel Online, man liest die Überschrift, man liest den kostenlos lesbaren Teaser für einen Artikel, den man dann bezahlen muss, und dann macht man das Ganze nochmal auf dem einen oder anderen Portal und sagt, das ist mein Weltbild. Und da sehe ich halt eine riesengroße Gefahr für unsere Gesellschaft drin. Und vielleicht kommt das mit der kleinen Erläuterung auch so ein bisschen aus den Bildern heraus. Das zweite Projekt, was ich auch nur anreißen möchte, hier auch ein Bild, habe ich in der Tat Heiner Riebesöhl bei der Post getroffen. Wir wohnten so um die Ecke in der Zeit und habe ihm mal so 5 Bilder von Menschen gezeigt in der Öffentlichkeit. Und ja, das ist ganz gut. Und deshalb habe ich es hier heute mal mitgebracht. Und ich habe dieses Sujet dann wieder aufgenommen, dann nicht mehr mit dem Smartphone, sondern da habe ich mir dann etwas mehr Zeit genommen, und um darzustellen, wie benehmen sich, wie zeigen sich, wie gerieren sich eigentlich Menschen heute in der Öffentlichkeit. Und das ist ein Bild, man sollte vielleicht in so einem Publikum jetzt keine Bilder aus Venedig zeigen, weil das sofort in so eine Ecke geschoben wird. Ich mache es trotzdem mal. Und ich zeige 2 Bilder, die eher so am Anfang der Szene sind. Und ich habe weitergemacht dann. Und man sieht eigentlich total einen Unterschied zu dem Bild von, das andere Bild war irgendwo Ende der 70er Jahre in Hannover am Maschsee gemacht worden. Ein totaler Kontrast, wie locker, wie vielfältig, aber auch schon hier in der Interaktion mit sozialen Medien, die Menschen sich dort benehmen, essen in der Öffentlichkeit, sitzen da, flirten und so weiter. Und eine Stufe weiter ist dann diese Darstellung, dieses Bild, wo eben schon eine viel stärkere Vertiefung jetzt in das Internet, also meine Privatheit, lebe ich in gewisser Weise in der Öffentlichkeit. Sie wird aber erst Öffentlichkeit, wenn sie dann im Internet veröffentlicht wird, über die sozialen Medien. Und das habe ich noch ein bisschen weitergetrieben, zeige ich jetzt keine Bilder, weil ich ja zu dem Hauptprojekt kommen möchte. Wahrnehmung, die Selbstdarstellung eigentlich über das Internet, über die Präsentation und in der Öffentlichkeit sichtbar, wie benehme ich mich da eigentlich, wie geriere ich mich da, das war ein Thema, was mich da beschäftigt hat, und das ist auch in einigen Ausstellungen gezeigt worden. Jetzt komme ich aber, und vielleicht werde ich die Stunde gar nicht vollkommen ausnutzen, mal schauen, zum Thema des Hauptprojektes Transformation jenseits der Vorstellungskraft. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? In Oldenburg gab es einen Fliegerhorst, ein Militärflughafen, der in den 30er Jahren gebaut wurde, dann im Krieg von der Luftwaffe übernommen wurde, nach dem Krieg noch als Militärflughafen genutzt wurde, von den Briten zunächst und danach dann auch von der Luftwaffe, dann geschlossen wurde und im Jahr 2009, glaube ich, gekauft wurde von der Stadt Oldenburg, und die hat dort auf der Landebahn, die war einfach, ich
war viel zu groß, viel zu tief, viel zu aufwendig, die irgendwie wegzuräumen, abzubauen, zurückzubauen, wäre wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen zu der Zeit. Ist also eine große Photovoltaikanlage entstanden und das Gelände wird heute jetzt umgebaut und es entsteht dort mit massiver Bürgerbeteiligung eine Smart City Oldenburg, also ein neues Wohn- und Arbeitsviertel. Ich denke mal, die Photovoltaikanlage bleibt stehen. Und ich habe mich dann gefragt, und ich will nur bei dem ersten Bild mal so diese Herangehensweise erläutern, das mache ich hinterher nicht mehr, sondern zeige eher die Bilder und den Kontext dazu in aller Kürze. Wie kann man das jetzt darstellen? Ja, diesen Wandel von einem militärischen Objekt, von einem Militärflughafen zu einer zivil genutzten im Rahmen der Energiewende, das ist vielleicht Analogie auch wieder zum ersten Bild, genutzten Areal, was aber natürlich auch die Landschaft einfach seinerzeit ganz stark verändert hat. Und ich habe gesagt, naja, das muss man eigentlich, wie sieht man jetzt, wie sieht jemand, der das genutzt hat, früher diesen Flughafen, wie sieht er den? Naja, wahrscheinlich von oben irgendwie. Und ich habe dann sozusagen die Perspektive eines Piloten im Anflug auf diese Landebahn angenommen. Und das ist dann sozusagen das Leitbild aus diesem einen Objekt, was ich da fotografiert habe. Ich habe es auch mal mitgebracht. Es sind große Bilder, weil es große Objekte sind. Ich konnte die 2021 erstmals in Hannover in der GAF ausstellen. Gut besuchte Ausstellung. Und da hatte ich, ich glaube, 13 oder 14 großformatig, 1 Meter mal bis zu 2,50 Meter aufgezogene Bilder. Deshalb so groß, wie gesagt, weil es eben einfach sehr große Objekte sind und ich wollte, dass das irgendwie auch wirkt. Habe ich mitgebracht da hinten. Zu dem Projekt ist ebenfalls ein Fotobuch designt. Das Ansichtsexemplar liegt auch da hinten für diejenigen, die sich vielleicht nochmal anschauen möchten. Das zweite Objekt ist ein Bunker, der Bunker Valentin. Das hört sich erstmal nicht sonderlich spektakulär an. Bunker dient ja typischerweise zum Schutz der Menschen, ja, vor feindlichen Angriffen. Bei diesem Bunker war es umgekehrt. Dieser Bunker, 400 Meter lang, riesengroß, ein Monstrum, ein Beton, Stahlbetonmonstrum, muss man sagen, war eine U-Boot-Werft, 1943 bis 1945 gebaut. Es sollten dort pro Monat, ich konnte es selber kaum glauben, aber das ist so belegt, 14 U-Boote fertiggestellt werden. Es war das größte Rüstungsprojekt der Nazis gegen Ende des Krieges, also zumindest der Marine. Es wurden Zehntausende von Zwangsarbeitern beschäftigt, um diesen U-Boot-Bunker zu bauen. Viele tausend davon sind beim Bau ums Leben gekommen. Nach dem Krieg, also gegen Ende des Krieges, also kurz bevor sozusagen das erste U-Boot dort hätte montiert werden können, begannen dann die Angriffe der Alliierten. Die haben die vorher mal sozusagen machen lassen. Ja, mach doch, wir wissen, was ihr da tut. Und warum sollen wir jetzt schon unsere Bomben sozusagen verschwenden? Lasst doch eure Ressourcen darauf konzentrieren, das Ding fertig zu bauen. Und wenn es dann kurz bevor es fertig ist, ehe das wirklich für uns irgendwie militärisch bedrohlich oder interessant wird, dann werden wir es dann entsprechend bombardieren. Es ist trotzdem nicht gelungen, das so richtig zu zertrümmern. Man sieht hier einen Blick nach innen mit diesem, ja, fast so wie ein Mensch von oben an der Decke hängt. Das war also ein Bombeneinschlag, wo in der Tat dann einmal die Decke durchschlagen wurde. Es ist heute offiziell ein sogenannter Denkort, also eine Ausstellung. Ich muss sagen, ich finde das nicht sonderlich gelungen. Das ist irgendwie eher, ja, ein bisschen sparsam ausgestellt worden. Interessant sind aber in der Tat diese Räumlichkeiten dieser U-Boot-Werft selber. Und mich hat dann aber interessiert, was ist heute damit eigentlich? Ja, es sollte genutzt werden, es ist Lager genutzt worden von der Bundeswehr, noch von der Bundesmarine, auch von den Alliierten vorher oder von den Engländern. Es sollte zugeschüttet werden mit Erde, um es sozusagen unsichtbar zu machen, aber es war nicht genug Erde da, um das zu tun. Es steht also in der Gegend rum, sage ich mal so, platt, am idyllischen Weserstrand,
mit einem kleinen Campingplatz davor. Und dann das sozusagen mein Leitbild zu diesem Objekt ist dieses hier, der Weserstrand bei Bremen, ideal für Spaziergänge zum Ausspannen, zum Erholen und entsprechend auch, ja, um in der Weser am Strand, vom Strand aus zu baden und dort Freizeit zu genießen, also vor diesem grauen, riesengroßen Betonklotz. Ich lasse das mal so ganz kurz wirken und komme dann zum nächsten Bild, nämlich Braunkohletagebau an der deutsch-deutschen Grenze bei Schöningen. Ein riesengroßes Braunkohleabbaugebiet. Es gibt dramatischere Bilder vom Braunkohleabbau, ja, mit den entsprechenden Baggern und so weiter. Ich wollte aber sehen, wie dieses oder auch zeigen, wie dieses Gebiet jetzt in die Landschaft sozusagen integriert ist. Und das kann man hier vielleicht ganz gut sehen. Nämlich, also direkt an der Abbruchkante wurden 8 Holzwurfspeere, die 300.000 Jahre alt sind, gefunden. Und es wurde diesen Speeren dann ein eigenes Museum gebaut, das Paläon. Dieser interessante Architektur, die man hier unten links sieht, direkt an der Kante. Und dieses ganze Gebiet wird geflutet werden und weiterentwickelt werden zu einem Wassersport-Naherholungsgebiet zum Lappwaldsee. Der ist noch nicht fertig sozusagen, das wird 4 Quadratmeter groß sein mit entsprechenden Anlagen, aber ich wollte zeigen eigentlich diese, ja, ich finde, sehr brutalen Eingriffe in die Landschaft, die man hier so an der Grenze zwischen der, ja, landwirtschaftlichen genutzten Umgebung und den kleinen Ortschaften, die da drumherum sind und der schon bestehenden Wasserfläche, die später mal eben bis nach oben gehen wird und dann als Wassersport-Naherholungsgebiet dienen wird. Wo ist das nochmal genau? Das ist bei Helmstedt. Ganz in der Nähe von Helmstedt, also deutsch-deutsche Grenze, Schöningen, Lappwaldsee. Ja, ein bisschen weiter südöstlich. Sie kennen vielleicht noch aus den Medien das Projekt Cargolifter. Also Zeppeline, die Schwerlasten transportieren sollten, 160 Tonnen schwere Lasten. Wurde im Jahre 2000 ein Unternehmen, die Cargolifter AG, gegründet. Es wurde, und das kann man jetzt im Hintergrund sehen, und deshalb mal so wirklich aus der Ferne gezeigt, um diese Größe mal in Relation zu setzen zu dem ziemlich großen Wald davor, eine sehr große Werft gebaut, eine freitragende Halle, 360 Meter lang, 107 Meter hoch, die man wirklich aus der Ferne sieht, die dominiert die Landschaft einfach an der Stelle. Das Ganze hat sich dann wirtschaftlich nicht realisiert. Also die Investoren sind abgesprungen und die Halle stand leer und wurde dann erworben von einem Investor, der dort jetzt einen, ja, Badelandschaft, Freizeitpark, Familienpark gebaut hat. Und warum fand ich das so interessant? So ein bisschen, ich fand es einfach spacig. Ja, diese riesige Halle. Und weil ich es so spacig fand, habe ich mal so auch wieder so einen Landeanflug sozusagen hier aufgenommen von Extraterrestrischen, die sich mal so eine Exklave in Brandenburg anschauen möchten. Aber vielleicht noch interessanter eigentlich der Blick in die Halle rein, nämlich ein Urwald. Das sind echte Bäume, die da stehen. Das sind echte Wasserläufe, das sind Brücken, das sind Gebäude, nicht Miniaturgebäude irgendwo, sondern in realistischer Größe. Da könnte man wohnen, da kann man einziehen. Man kann da in der Tat sich auch einmieten für ein paar Nächte oder so. Und als ich diese Halle so von innen gesehen habe und ich fahre dann da mehrmals hin und schaue mir das an und dann entsteht im Kopf irgendwie ein Bild,
Und dann realisiere ich das dann hinterher. So könnte ich mir irgendwie auch eine Exklave der Menschheit auf dem Mars vorstellen, wenn das Leben hier unerträglich geworden ist und man wird versuchen, so ein paar Menschen zu retten, die irgendwie in so einer künstlichen Umgebung dort leben können. Aber das ist natürlich nicht der Zweck, sondern der Zweck ist einfach Vergnügen, Wasser, Rutschen, Kinder, laut sein, essen, trinken, in Zelten da in der Halle übernachten und so weiter, als irgendwie ein schöner Ausgleich am Wochenende für die Familie. Ich komme dann gleich auch zum nächsten Objekt. Ja, Objekt ist schon ein bisschen fast untertrieben. Die Kaliberge an der Werra, Hessen, Thüringen, aber auch in der Umgebung von Hannover, die dominieren nun wirklich die Landschaft. Also wenn man da über die Autobahn fährt oder auch durch die Gegend fährt oder läuft, auch immer, dann sieht man diese Berge hier. Als ich in Hannover die Ausstellung hatte und dann haben die Kuratoren ein Bild ausgesucht für das Plakat, haben sie gedacht, ja, das schöne Bild haben sie da ausgewählt für das Plakat. Das hat ja auch was so, diese Abendsonne, die das so ein bisschen warm einfärbt und so weiter. Aber es sind erstmal riesengroße Dinge, die von Menschen geschaffen wurden, ja, die Platz gebraucht haben, die das dominiert haben. Der Bergbau ist im Wesentlichen eingestellt. Noch so ein bisschen läuft er noch, aber im Wesentlichen ist er eingestellt. Und insofern geht es auch darum, was macht man mit diesen Bergen? In der Nähe von Hannover wurde sozusagen begonnen, einen solchen Abraumhalde, das ist eine Abraumhalde, nichts anderes als eine Abraumhalde aus diesem Bergwerk zu, ja, sie nennen es renaturieren. Ich finde den Begriff ein bisschen schwierig, weil es ist ja keine Renaturierung, das heißt ja irgendwas wiederherstellen, was mal da war, das war ja nie da. Das ist ja von Menschen gemacht worden. Also versuchen, ich sag mal, begrünen, ja. Also diese Berge zu begrünen und das soll dann auch so ein bisschen Naherholungsgebiet sein, da kann man vielleicht wandern und entsprechend sich das anschauen. Ich gehe mal davon aus, diese Gebäude, die man hier vorne sieht, die werden dann abgerissen. Und was passiert jetzt unter Erde? Unter der Erde, wir reden in diesem Gebiet, Philippstal, Merkers, über ein Streckennetz von 4600 Kilometern unter Tage. So 500 Meter in mehreren Stockwerken übereinander ist der Berg ausgehöhlt. Das, was rauskam, war zum Teil Kalisalz als Dünger verwendet. Und der Rest landet auf diesen Abraumhalmen. Aber was passiert unten eigentlich nicht? Der Berg ist ja sozusagen wie ein Schweizer Käse, eigentlich noch viel stärker als ein Schweizer Käse, ausgehöhlt. Und da finden alle möglichen Veranstaltungen statt. Das ist jetzt so mal eines der Bilder von unten. Ein Marathon, der sogenannte Kristallmarathon, der jährlich dort stattfindet. Bei 4600, da könnte man 10 Marathons hintereinander laufen lassen. Ne, Quatsch, 100 Marathons hintereinander laufen lassen. Wird dort also genutzt, auch für Kulturveranstaltungen, für Konzerte und so weiter. Da gibt es eine riesengroße Halle unter Tage, die entsprechend dafür genutzt wird. Und diese Beziehung zwischen dem, was eigentlich mal der Nutzen war und was wird heute damit gemacht, was bleibt eigentlich danach, das ist so das Thema dieses Projektes Beyond Transformation. Ein weiteres Objekt, es kommen noch ein paar mehr, ist das Hüttenwerk Meiderich. Das waren 5 Hochöfen von Thyssen vor gut 100 Jahren gebaut worden in Duisburg. Das nur mal so als Einführung, so ein bisschen Kontext setzen, aber nicht als sozusagen anspruchsvolle Aufnahme. Wie wird es genutzt? Auch das wieder so ein Beispiel, viel zu aufwendig, wirtschaftlich nicht darstellbar, das alles abzureißen. Ja, also irgendwie begrünen, der Öffentlichkeit zugänglich machen, als Landschaftspark Duisburg Nord mit unterschiedlichen Möglichkeiten, so dort seine Freizeit zu verbringen. Zum Beispiel werden Kletterkurse angeboten in diesen, ja, Schächten sozusagen, kann man klettern lernen. Und das eines der Bilder, die ich sozusagen mehr als Leitbild dann sehen würde, das ist dieses hier. Und
Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe da so ein bisschen Assoziationen auch zu archäologischen Ausgrabungsstätten, ja, die jetzt hier genutzt werden oder die hier genutzt wird als ja, Ort, an dem man kleine Familienfeiern machen kann. Das ist, glaube ich, so ein Junggesellinnenabschied, der dort gerade stattfindet. So ein Kontrast auch zwischen einerseits diesem Stahl auf der einen Seite, dann diesen nackten Wänden, dann hier begrünt wiederum, sehr vielfältig. Das ist übrigens auch ein beliebtes Fotoobjekt, nicht wahr? Also das wird nachts beleuchtet und so weiter. Darauf habe ich nicht verzichtet, das auch mit wahrzunehmen. Ja, kommen wir zurück beim nächsten Projekt zu einem anderen gigantischen Projekt. Kennt jeder von Ihnen Prora? 4,5 Kilometer langes Bauwerk, auch von den Nazis gebaut. Es sollten damals 20.000 Menschen sich erholen, Kraft durch Freude schöpfen, mit Blick aufs Meer. Teilweise abgerissen, gesprengt, aber es sind immer noch 2,5 Kilometer da, die im Zustand, so wie sie eigentlich dann vorgefunden wurden, nach der Wende so aussahen. Und teilweise heute jetzt renoviert wurden, nenne ich es mal, und das ist dann sozusagen das Leitbild, mein Leitbild zu diesem Objekt als ja, Hotel, Ferienapartment, Anlage, Prora. Nach wie vor, ich finde das nicht sonderlich anheimlich, sondern irgendwie steril, kalt und ja, das war mein Wunsch, bei diesem Bild das auch so ein bisschen rüberzubringen. Das nächste, nur ein Bild jetzt mal, ein Baudenkmal. Das ist der ehemalige Bundesrechnungshof in Frankfurt am Kornmarkt. Ein Gebäude, das offensichtlich so aus den Jahren ja, 50er, 60er Jahre, schätze ich es mal, gebaut wurde. Hier sieht man übrigens auch im Umfeld hier ähnliche Architektur durchaus noch. Der Denkmalschutz hat gesagt, nee, das ist eine Fassade, die hat irgendwie kulturell ist wertvoll für Frankfurt, sie muss stehen bleiben. Das ist jetzt genau diese beiden Wände, die sind da stehen geblieben und mittlerweile ist es tatsächlich jetzt realisiert, das ist fertig, dahinter sind also jetzt Apartments, ein Hotel, glaube ich, und für Firmen Büroarbeitsplätze entstanden. Aber auch wieder sozusagen jenseits der Vorstellung derer, die da so ein reines, sachliches Bürogebäude errichten wollten. Ja, und das bringt mich jetzt zu dem nächsten Objekt. Das hatten wir auf der Titelfolie schon gesehen. Das, der schnelle Brüter war es in Kalkar. 1973 angefangen zu bauen mit der Kernidee in Anführungsstrichen jetzt, sozusagen, dass dort mehr nukleares Material durch den schnellen Brüter erbrütet wird, als er tatsächlich selber verbraucht. Das war eine Zeit, als man sozusagen die Uranvorräte, die für Kernkraftwerke nutzbar sind, für endlich hielt. Klar sind die endlich, aber sagen wir mal, dass die Nutzungsdauer dort eben vergleichsweise kurz ist. Und dann kam letztlich, wurde es 1985 fertiggestellt. Es war nie spaltbares Material in Kalkar. Und dann kam die Wende. Insofern als erstens das wirtschaftlich nicht mehr interessant war, weil eben die Uranvorhaben doch und günstig eben anderweitig zu haben waren. Es war Tschernobyl, sodass es politisch auch nicht mehr durchsetzbar war und das war die Entscheidung, sozusagen den Ausstieg aus der Kernkraft einzuleiten. Und es ist sozusagen eine mehrere Milliarden D-Mark damals noch teure Investition gewesen in dieses Kernkraftwerk. Was macht man damit? Es wurde sozusagen demontiert, die ganzen technischen Anlagen, alles was da an Stahl und so weiter vorhanden war, wurde rausgeholt, wurde irgendwie wiederverwertet. Ein Blick auf das Turbinengebäude von außen, Blick auf in das Turbinengebäude von innen. Ich habe hinten noch ein paar Bilder aus der Serie ausgelegt in A3. Auch mit einem Blick auf den Reaktorkern selber, also den Kernreaktor, durfte da reingehen.
Aber interessant fand ich denn, wie es heute genutzt wird. Und in der Tat befindet sich jetzt in diesem Kühlturm ein Kettenkarussell. Sehr beliebt offenbar, eine lange Schlange, die sich da vorbildet. Und man kann dann, wie ich eingangs schon sagte, sozusagen über die Kante dieses ziemlich großen Kühlturms hinausfahren und dort die Runden drehen und sich an dem schönen Blick in die Landschaft erfreuen. Das Leitbild, habe ich ja sozusagen gesagt, dieses Objektes ist für mich das hier, nämlich ja, wieder eine Strandidylle. Ich mag das Meer, ich mag Strände eigentlich und finde es dann komisch, wenn man das hier so eingezäunt hat mit offenbar sowas wie Tarnnetzen überzogen vor dem als ja, mit Tarnbemalung versehenen Kühlturm, sowieso schon sehr martialisches Gebäude, im Hintergrund das Reaktorgebäude und das Turbinengebäude und dann auf der anderen Seite der Rhein, aber abgesperrt, da kann man nicht hin. Das war für mich so eine gewisse Symbolik, die ich da gesehen habe, und deshalb habe ich das fotografiert. Letztes Objekt. Ja, jetzt kommen wir zu Corona, das kennen Sie wahrscheinlich alle, auch von innen, Hallen, die genutzt werden als Impfzentrum. Das ist hier eine Messehalle in Oldenburg. Und wiederum eine Umnutzung, also Messen haben es ja ganz schwierig in diesen Tagen, nicht wahr? Es gibt nur wenige Anlässe, wo man wirklich sagt, das sind Messen, die sich noch tragen. Deshalb mal diese Neunutzung dieser Messehalle. Aber noch interessanter, und da ich vermute mal, viele waren in solchen Hallen aus dem Teilnehmerkreis heute hier. Interessanter fand ich aber eigentlich die Halle 19 auf dem Messegelände in Hannover, nämlich ein Notfallkrankenhaus, was sozusagen prophylaktisch eingerichtet worden ist in einer Messehalle. Daneben gab es noch Versorgungshallen, da gab es eine Halle Umkleidekabinen für das Pflege- und medizinische Personal mit Kantine und so weiter. Und ja, wir wurden ja, Ingo Torporn, jetzt schon durch die Bilder, die Sie gezeigt haben, aus der Ukraine auch auf das Thema Tod sozusagen so ein bisschen vorbereitet. Und es gab dann noch eine Halle, die habe ich aber nicht fotografiert, wo sozusagen dann umgepackt werden sollte. Also die Verstorbenen, die in dem Krankenhaus zu Tode gekommen wären, wenn es denn zum Einsatz gekommen wäre, für die war schon vorgesorgt mit einer extra Halle, um die sozusagen umzubetten, dann in die Holzkiste. Also Notfallkrankenhaus als neue Nutzungsmöglichkeit für Messehallen. Es gab da auch eine, oder gibt immer noch eine Intensivstation. Ich vermute mal, dass das vielleicht noch nicht ganz rückgebaut worden ist, eine Intensivstation. Und auch wirklich hochwertiges medizinisches Gerät, nämlich einen Kernspintomographen in dieser Messehalle, direkt einsetzbar. Vielleicht müsste man den Fußboden nochmal wischen, damit auch die Sterilität entsprechend da gewährleistet ist. Und das ist das auch das letzte Bild, was ich Ihnen heute zeigen wollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wolfgang Nebel, vielen herzlichen Dank. Es ist ein ongoing project, also das heißt, also es ist nicht abgeschlossen und geht noch weiter, denke ich mal, oder? Also ich habe nicht alle Arbeiten gezeigt, auch nicht alle Objekte, die ich fotografiert habe, jetzt wegen der zeitlichen Begrenzung ja auch. Außerdem, denke ich, reichen so ein paar Ausschnitte natürlich auch. Im Wesentlichen betrachte ich es als abgeschlossen. Aber das wäre dann eher so ein bisschen Zufall, wenn ich Hinweise kriege auf andere Objekte. Es gibt unendlich viele in der Art, ja, und es ergibt sich irgendwie, dann würde ich natürlich auch weitermachen, ja. Und wie ist jetzt so im Rückblick die Recherche gewesen? Wahrscheinlich haben Sie nicht Kabel 1 irgendwie die Fernsehsendung Geheimnisvolle Orte Deutschland gesehen, nein, sondern nein. Wie recherchiert man, wenn man es nicht sowieso schon kennt? Ja, einige Sachen kennt man,
Und dann kommt man auf die nächsten, also den Flughafen in Oldenburg, kenne ich natürlich als Oldenburger. Prora, da hat man mal nicht in Prora Urlaub gemacht, aber auf Rügen hat man mal Urlaub gemacht, dann sieht man das ja auch. Andere sind einfach so präsent, wie Tempelhof habe ich gemacht. Also viele, wie man einfach so kennt. Einige Hinweise, die ich bekommen habe auf das eine oder andere, ein bisschen Recherche auch nochmal, Internet und wo solche Orte sein können. Aber ich habe auch nicht den Anspruch, weder, das ist jetzt eine Dokumentation dieser Orte, noch, dass da irgendeine Art von Vollständigkeit oder sowas drin ist. Wenn man jetzt schon die Möglichkeit hat, den Fotografen hier vor Ort zu haben und natürlich ein bisschen auch über die Herangehensweisen irgendwie zu reden, würde ich gerne jetzt eben halt auch die Frage anschließen. Wir wissen ja, so einige Dinge kann man, darf man, durfte man nicht fotografieren. Ich denke jetzt sozusagen an diese Corona-Hallen, wo er explizit auch darauf aufmerksam gemacht worden ist. Wie muss man sich eben halt einfach die Vorbereitungszeit für die einzelnen Fototermine vorstellen? Das ist ein guter Punkt. Also auch zum Beispiel in die Messehallen, da kommt man nicht rein. Normal. Das ist auch vollkommen richtig, weil die ja schon sauber sein sollen und hygienisch und so weiter. Ich habe, das ist ein bisschen beruflich bedingt, auch in dem Fall jetzt, ich war lange Jahre im CeBIT-Beirat, als die CeBIT noch gab, tätig und hatte dadurch Zugang zum Vorstand der Messe AG und konnte dann meine bekannten Freunde dort anrufen und fragen, geht das? Und habe gesagt, ja, okay. Machen wir wahr. Nicht? Aber zum Beispiel Kalka, da kannte ich keinen. Oder kommt auch, normalerweise kommt man nicht in dieses Turbinengehäuse rein, Gebäude rein oder an den Kernreaktor dran. Nicht? Sondern dann muss man sich anmelden, dann muss man eine Story erzählen, was man macht eigentlich, was man vorhat. Und das ist meine Erfahrung. Wenn man das denn gut erzählt und sagt, okay, da ist was geplant und da wird eine Ausstellung entstehen und so weiter. Mit ein bisschen Überzeugungsarbeit gelingt das dann schon, dass man da reinkommt. Das ist aufwendig. Da ist ständig so ein Sicherheitsmensch dabei. Ich war der aufpasst, dass man, wo man hintritt, und das war auch nicht ganz ungefähr. Da liegt nicht so hoch die Taubenscheiße in dem Turbinengebäude und so weiter. Nicht? Und da sind Löcher in der Decke. Also insofern, man braucht ein bisschen vorbereitet dann auch. Nicht? Und ich bin in der Regel dann eben auch mehrmals hingefahren, habe mir das angeguckt und gesagt, okay, das was brauche ich auch an Equipment, um das eben entsprechend darzustellen. Hier gibt es eine Frage von Wolfgang. Ja, ich hätte eine Frage zu der Verwendung der verschiedenen Perspektiven irgendwie so. Mhm. Weil das macht ja schon einen Unterschied irgendwie von der Wahrnehmung irgendwie auch, ob ich in den Räumen stehe, ob ich jetzt zum Beispiel beim Kernwasser Wunderland, was ich ja auch sehr gut kenne, irgendwie so, da drin steht und dann guckt, wo bin ich hier gelandet irgendwie so. Oder ob ich eben eine Übersichtsaufnahme habe, wo ich irgendwie mit der Vogelperspektive irgendwie da drauf gucke und natürlich ganz andere Distanz habe. Mhm. Und was natürlich eigentlich auch eine etwas andere Haltung zu dem Ort vermittelt. Also für mich ist ja die Frage irgendwie so, wie stehe ich als Betrachter in dem Raum? Bin ich derjenige, der das jetzt repräsentativ irgendwie so mit dem Überblick irgendwie zeigt? Irgendwie so? Also ich finde schon, dass es so unterschiedliche Perspektiven, also dass es manchmal wie für einen Prospekt wirkt irgendwie so, manchmal in dem Bild, es sind schon viele, also gerade wenn Personen auch drauf sind, zum Beispiel von dem Corona in der Messehalle, das ist schon irgendwie ein super genaues, präzises Bild, wo die Personen drauf sind und eine Geschichte erzählen und ich finde schon auch einen persönlichen Kommentar mitliefern. So, ja? Also es ist irgendwie die Frage, nimmt man diese Räume, die man da fotografiert, als Bühne letztlich für eine eigene Interpretation, also dass man selbst sagt, irgendwie über diese Kombination, Verbindung von Mensch, Ort und Zeit irgendwie so, ob daraus eine eigene Haltung entsteht oder ob ich es wirklich mehr beschreibe irgendwie so. Also da sind, glaube ich, die Bilder, finde ich, sehr unterschiedlich. Ja, nee, also finde ich toll, wenn du das so wahrnimmst, weil ich habe immer gesagt, so das Leitbild, ja, was am Ende dann steht, manchmal waren es auch zwei Leitbilder, ja, ich glaube, da steckt auch eine Subjektivität drin, ja, aber ich wollte so ein bisschen hinführen, damit auch die Leute, die Betrachter in der Lage sind, sich dann eben ihr eigenen das wirken zu lassen, ja, und dann das in Kontext zu setzen. Also das, die ersten Bilder, auch so die Drohnenaufnahmen da von oben, die Übersicht und so weiter, das ist Kontext, ja, aber eben nicht nur beschreiben mit Worten, sondern eben durch ein Bild. Und dann eigentlich diese Endbilder, die sind in der Tat, finde ich, toll, wenn du das so gesehen hast, da steckt sehr viel Subjektivität drin. Klaus, möchtest du deinem Schützling was fragen?
wie ist es? Ich habe ja deine Ausstellung in Hannover gesehen. Und um was es ja eigentlich geht, ist für mich so die Transformation von Realität. Und was du ja zeigst, sind ja die Häutungen einer kulturellen Landschaft, wo einfach neue Dinge, wo sag mal, der Geist entwichen ist von der Anlage und wo was Neues reininterpretiert wurde. Darum geht es ja in letzter Konsequenz. Also um die Umdeutung, was machen wir mit Dingen, eine Kultur, ich meine, wie restriktiv oder wie kreativ ist eine Gesellschaft mit ihren Dingen. Und du hast es sehr nüchtern, sehr mit großer Qualität fotografiert, man sieht diesen Transformationsprozess. Das war mehr so eine Beschreibung, weniger eine Frage. Gut, ja, wir sind ein bisschen am Ende was der Tagung. Dann würde ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, Wolfgang Nebel, für den Vortrag. Wolfgang Nebel, bitte.